Hallo Herr Kreipel, ich wollte Sie interviewen zum Thema alternative Therapien, Bodywork. Sie haben ja mehr als 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich, Sie haben ja alles Mögliche ausprobiert. Und meine Frage dazu ist, welche Rolle spielt der Reich in diesen alternativen Therapien, die Sie und Gruppen, die Sie ausprobiert haben? Also mein Eindruck dazu war, dass Reich immer in irgendeiner Form im Hintergrund vorhanden war. Und viele Therapien beziehen sich explizit auf Reich. Was dabei nicht zum Tragen kommt, dass die Therapien ausschließlich sich auf Reich beziehen würden. Das wird dann meistens so dargestellt, ja, Reich machen wir halt auch quasi. Ne? Und damit wird es wahrscheinlich sehr verwässert und trifft nicht mehr den Punkt, dem nicht mehr gerecht entsprechend. Können Sie vielleicht kurz schildern, zusammengefasst, 20 Jahre schnell zusammengefasst ist nicht so einfach, aber können Sie vielleicht kurz schildern, welche Erfahrungen Sie gemacht haben? Also da waren durchaus Erfahrungen dabei, die sehr intensiv waren und die interessant waren, aber man hat letztlich immer den Eindruck gehabt, dass es nicht einem Ziel näher kommen. Ja? Das ist mehr oft Aktionismus, es wird gepusht, es wird versucht viel auszulösen. Und leider nicht Rücksicht genommen auf Gesetzmäßigkeiten, die möglicherweise gar nicht, den meisten gar nicht bekannt sind. Also dieses reiche System ist doch komplizierter, als man eigentlich ursprünglich, wenn man die ersten Male reinliest, erhofft. Ja. Und darum waren auch die vergangenen Versuche in der Richtung, gingen dann relativ in die verkehrte Richtung. Da leiten Sie eigentlich vielleicht schon mal in der nächsten Frage über. Sie machen ja seit ein paar Jahren Organtherapie. Können Sie schildern unseren Zuschauern, welchen Unterschied Sie erleben? Erleben Sie überhaupt einen Unterschied? Ja, das ist also vielleicht mit ganz einem einfachen Wort, es ist jeglicher Aktionismus findet in der Organtherapie für mich nicht statt. Das ist eine sehr präzise, profunde Arbeit, die ich sonst in keiner Form je irgendwo erlebt habe. Also es verfolgt einen klaren Faden und geht in eine ganz bestimmte Richtung, entsprechend wie es ursprünglich in den Schriften von Reich beschrieben wird. Und ja, das bedarf Mut, bedarf Ausdauer und muss da dranbleiben. Ja. Sie erkennen einen Faden, einen roten Faden. Absolut, ja. Also ich mache seitdem auch nichts mehr anderes und das reicht mir aus soweit. Sie hatten erzählt, dass Sie bei anderen Therapieformen den Eindruck hatten, dass da ganz viel ins Blaue rein agiert wird. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Ja, das ist also um den Anspruch, diesen Angeboten, die da vielfältig vorzufinden sind. Um das Publikum zu bedienen, habe ich manchmal den Eindruck, macht man halt Dinge, die, wie gesagt, also viel in Richtung Aktionismus gehen, um also die Leute mehr oder weniger in ihren Anspruch zu befriedigen. Und dann reicht es ja meistens im Rahmen dieses Workshops aus und vielleicht ein paar Tage danach, aber das meistens verpufft das dann. Und es verfolgt eben nicht diesen Faden, und diesen ganz klaren Weg und diese Zielrichtung, die irgendwann einmal zum Abschluss kommt und die irgendwo ankommt, das ist der große Unterschied. Gut, das hört sich ja so an, als würden Sie allen empfehlen, selber einen Organtherapeuten aufzusuchen. Haben wir leider die Situation, dass es davon nicht allzu viele Fachleute gibt. Also was soll denn der an Wilhelm Reich interessierte Ihrer Meinung nach tun?
Therapie ist ja für die allermeisten nicht machbar. Ja, das ist ja die realistische Situation heutzutage. Mittelfristig gesehen, jeder, der auf dieses Thema stoßt, würde ich empfehlen, die Schriften, soweit vorhanden, zu lesen, sich zu vernetzen, sich auszutauschen und allmählich in diese Thematik reinzuwachsen. Ja. Dann denke ich, ist der erste Schritt getan. Und was sich dann am weiteren Weg so ergeben kann, ja, muss man dem Schicksal mehr oder weniger überlassen. Ja. Dass es keinen Therapeuten so schnell geben wird, damit muss man uns abfinden. Ja.